Hey ho, hallöchen, meine lieben Zuschauer, und willkommen zurück bei der Schnitzeljagd, die uns hier in ein dämonisch anmutendes Anwesen führen wird, eventuell. Wir wissen ja noch nicht, ob es ein Anwesen ist oder nicht. Aber ich würde sagen, bevor wir dort reingehen, werden wir noch nach oben sehen. Dort oben eigentlich noch diese Hütte. Und das ist eigentlich total nicht nach dem Plan unseres Führers. Weil er wollte, dass wir einfach das hier direkt durchgehen, aber wir erkunden noch ein bisschen. Aber vielleicht ist das die Lektion, dass wir einfach unseren eigenen Weg gehen sollen, wer weiß. Dann gehen wir hoch. Wäre auf jeden Fall cool irgendwie. Und ich bin gespannt, was uns dort oben erwartet. Ich bin gespannt, was uns hier oben erwartet. Dort war das Grab. Folge den Gräbern. Immer eine gute Idee. Und es pulsiert. Es pulsiert. Dort können wir lang. Das hat was hier zwischen diesen Gräsern zu pirschen. Noch ein Grab oder was soll das sein? Das ist eine Hose? Oder nee, das sind Metallstücke, weil ich hier ein Flugzeug, wo was abgestürzt mal. Okay, ich denke, wenn ein Flugzeug hier abgestürzt wäre, müssten etwas größere Metallstücke hier liegen. Naja. Ich würde sagen, wir gehen hoch. Okay. Und wir sind bei diesem Silo oder bei diesem, was auch immer sein soll, bei diesem Aussichtsturm, Wachturm, Beobachtungsturm. Ein bisschen hat es ja auch was von Firewatch, das Spiel kennt ihr bestimmt auch, Leute. Hat der gute Kronk Let's Played. Können wir was drehen? Nein. Sehr bedauerlich. Aber hier liegt ein Lichtlein. Das ist extrem hell. Oh, eine andere Taschenlampe. Vielleicht finden wir gleich unsere Vorgänger. In Form einer Leiche. Wer weiß. Oder in Form eines mutierten Wesens, das uns jagen wird. Wer weiß, es gibt viele, viele Optionen. Aber wir scheint hier nichts zu sein. Nur die Taschenlampe. Allerdings möchte ich hier nichts übersehen. Vielleicht gibt es hier was Interessantes zu finden. Wir gehen mal hier hoch. Soweit wir kommen. Okay, es geht nicht weiter. Nun gut, dann gehen wir wieder zurück. Und wollen endlich in das Schloss Finsternis eintreten. Schloss Finsternis. Also in dieses dämonisch anmutende Tor. Dort werden wir durchgehen. Es passieren. Und ich rede so unglaublich theatralisch und gehen wir einfach mal durch. Mal sehen. Okay. Und? Jemand hier? Okay. Das ist schon wieder der falsche Weg, oder? Nee, ist der richtige. Übrigens, das ist doch alles verbranntes Holz, oder? Eigentlich, jeder gesunde Mensch wäre jetzt schon längst gegangen, aber ich will ein Abenteuer erleben. So, Schlüssel und auf das Tor. Mit Gequietsche. Und ein kleiner Speicherer. Wir haben nur ein Leben im Spiel, das dürfen wir nicht vergessen, Leute. Das heißt, ich sollte echt versuchen zu überleben. Eventuell könnte sich auch zu einem längeren Projekt, das immer wieder mal auf dem Kanal erscheint, entwickeln. Also pro Versuch werden eben Videos regulär hintereinander hochgeladen. Aber dann, wenn ich gestorben bin, wird es vielleicht wieder mal enden, das Projekt. Aber allerdings vielleicht wieder mal erscheinen. Also immer wieder so ein bisschen ein Versuch nach dem anderen. Weil ich doch wirklich gerne hier das Spiel bis zum Ende schaffen würde, um alles zu erfahren. Es ist doch interessant und die Atmosphäre
ist bedrückend und ja, nervositätserregend. Da wird hier doch irgendwie eine wird aufgelauert. So, das ist der Weg. Und es rauscht, faucht. Was auch immer. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob wir jetzt bald in eine Art Schloss gelangen werden, in eine Art Anwesen. Das natürlich auch nach diesem düsteren Stil aufgebaut ist. Wie das Tor. Dark Souls 3. Beeindruckend. Und die Krähen melden sich auch zu Wort. Oder die Raben. Wölfe sind auch dabei. Alles deutet auf Tod hin. Die Aasvögel, die Raubtiere. Was kommt als nächstes? Vielleicht der Mensch, der uns jagen wird. Durch das Gestrüpp bis ans Ende der Zeit. Dass uns keine Kugel befreit. Wir möchten nicht erschossen werden. War da hinten ein Dach wieder? Ah ja, das ist eine Hütte. Die wollen wir uns. Oder ist das vielleicht die altbekannte Hütte? Ne, die kennen wir noch nicht. Oh, ein. Schön. Naja, wir sind tatsächlich hier auf einem Land, auf einem Landeigentum. Vielleicht einem Fürstentum. Eventuell sind das hier alte Lehnsherren, die sich hier niedergelassen haben, um ihre Herrschaft fortzuführen. Auf irgendeine grausame Weise. Ich möchte nicht die Ernte kaputt treten. Nett, wie da einfach mal so eine kleine Scheuche steht. Wo ist sie? Alter. Hallo. Nett. Echt nett. Ich finde sie irgendwie putzig. So. Ich will dem Landherrn hier nicht die Ernte kaputt treten. Wir laufen am Rand des Feldes. Und eine Taube. Tauben sind jetzt wohl eher positive Vögel, würde ich mal sagen. Positive Vögel. Hier ist nichts mehr, oder? Gehen wir da hinten noch hin. Mit schnellem Schritt. Und wir sind wieder auf dem Weg. Gut, dann gehen wir weiter. Ich hoffe nur, dass da hinten, dass wir jetzt nichts haben, irgendwie was übersehen haben. Der Weg könnte sich natürlich wieder mal abspalten. Und wir kommen in ein etwas kantigeres, felsigeres Gebiet. Ein kleines Ziegelhäuschen. Mit wunderschönen Fenstern. Die sollten mal wieder geputzt werden. Lieber Landherr. Lieber. Ja, lieber Fürst, Graf, was auch immer hier. Kümmere dich mal um dein Eigentum. Oder möchtest du, dass ich das für dich tue? Als ewiger Sklave. Mann, oh Mann. So. Tür auf. Geht nicht. Geht einfach nicht. Vielleicht brauchen wir auch einen Schlüssel. Das heißt, wir sind doch tatsächlich den falschen Weg gegangen. Und müssen noch einmal zurück. Mann, dieses Klopfen und Pochen. Das Pochen war jetzt nicht das typische Signal für eine nahende Notiz.
Es war anders. Da tut sich etwas. Irgendwo im Hintergrund. Ja. Mittlerweile könnte es aber doch wieder von einer Notiz stammen. Noch eine kleine Lagerhütte. Könnte gut sein, dass das eine Lagerhütte ist. Ah, wenigstens hat die hier Vorhänge. Oder waren das bei der anderen auch Vorhänge? Naja, ich werde es weiterhin als... Ah, cool. Wir können da draufsteigen. Ich werde es weiterhin als schmutzige Fenster deklarieren. Und anprangern. Man muss ja auch ein bisschen Ansprüche hier stellen. Auch wenn das komplett sinnlos ist vielleicht. Okay, bringt uns nichts hier oben zu sein. Vielleicht wenn wir das Fernglas nehmen hätten können, hätte das was vielleicht gebracht. Ein bisschen Aussicht. Aber naja. Gut. Dann weiter. Weiter, weiter, weiter. So lange, bis wir einen Schritt zu weit getan haben. Wahrscheinlich schon längst passiert ist. Wir stecken schon in der Klemme, im Übel. Im Sumpf des Verderbens. Ja, ja, okay. Das ist doch ein echt weiter Weg dieses Mal. Mein Weg ist lang und schwer. Und es lädt. Es lädt. Eine kleine Pause. Ah. Doch, das Spiel ist sehr interessant. Und ich bin gebannt, sowie gespannt. Oh, Entschuldigung, das müsst ihr nicht noch einmal mit anhören bei dieser Atmosphäre. Und es lädt. Was sind eure Gedanken, Leute? Ich nutze jetzt mal diese kleine Pause, um meine Gedanken kundzutun. Schreibt alles in die Kommentare, was ihr glaubt, oder Theorien oder Vermutungen, eure Eindrücke. Also ich glaube wirklich, dass das hier einfach so eine Art kriminelle Partnerschaft, Organisation ist, die Leute herlockt, um sie für irgendeinen Zweck zu missbrauchen. Oder das heißt tatsächlich dann... Ja doch, die werden glaube ich wirklich missbraucht, weil ich folge dem dunklen Pfad. Nur die Außenseite... Die Bäume und das Licht for you, touch guide you. Es wird heller. Du bist auf der anderen Seite jetzt. Im gleichen Moment beginnt es, denn es wird alles so groß und dein Verstand verändert sich. Okay, wir sind weitergelaufen. Und es ist merkwürdig geworden. Und wir haben schöne Bäume hier. Wo sollen wir lang? Gehen wir zurück einfach, oder? Wir sind wirklich hier im Gebirge, im Canyon gelandet. Und es pulsiert. Also wir sind jetzt abseits der Bäume in ein Canyon-Gebiet gelandet. Das bestand dort gerade eben wahrscheinlich. Also es ist heller geworden ein bisschen. Aber irgendwas hat sich verändert. Es wirkt alles so groß und merkwürdig. Okay, hier geht es nicht weiter. War hier gerade das auf dem Boden? Nein. Okay, da wollen wir den Pfad weiter beschreiten. Ja, vielleicht werden wir hier in eine Falle gelockt, um als Sklaven zu dienen, wer weiß. Und sobald wir aus der Reihe tanzen, werden wir eben erschossen. So wie er es im Tagebuch geschrieben hat. Wer weiß. Ich bin ein bisschen leise. Achte auf die Geräusche. Nichts darf uns entgehen.
da gerade was. Ich höre so ein leichtes Zischen, Rauschen. Allerdings sind das auch mal wieder die Donlenschen paranoiden Aussetzer. Kann gut möglich sein. Donlenschen. Das hört sich bedrückend an. Es hört sich drohend an. Es droht. Die Musik droht uns. Sie warnt uns oder droht sie uns? Wir wissen es nicht. Und die Raubtiere wieder. Die Wölfe heulen. Sie jammern. Sie wollen wieder was zwischen die Zähne bekommen. Und das Pulsieren endet nicht. Unentwegt geht es weiter. Unentwegt. Das passt hier wirklich. Wir müssen auf dem Weg bleiben. Oder auch nicht. Was genau wir müssen, wird sich bald zeigen. Immer wieder mal abseits des Pfades laufen. Vielleicht entdecken wir was. Vielleicht, Leute, vielleicht. Ich glaube es zwar nicht mehr wirklich, aber egal. Oh! Fallschaden, ja, ich habe am Anfang von Unfällen gesprochen. Da. Oh, hier ist keuchen wir aber noch so. Das ist einfach unschön. Ich habe am Anfang von Unfällen gesprochen, gerade eben ist einer eingetreten. Allerdings lassen wir uns nicht aufhalten davon. Können wir uns erholen irgendwie? Ja, jetzt sind wir tatsächlich jetzt wirklich gedamaged. So dermaßen verletzt, dass wir durchgehend keuchen oder ist vielleicht gewollt, weil wir uns etwas angsteinjagendem nähren. Nähren, wir nähren es. Ja. Okay. Wir nähern uns. Wir nähern. Ach, egal. Das ist nicht wichtig. Boah, Mann, ey. Man ist ja doch immer wieder gefasst, dass etwas aus dem Gebüsch springt, aber eventuell kommt auch gar nichts einfach, wer weiß. Wer weiß. Also für so ein Indie-Spiel für ein paar Cent, muss ich sagen, ist doch bisher relativ zufriedenstellend. Die Atmosphäre und alles drum und dran hinterlässt einen Eindruck. Los. Es ist so dunkel. Das ist ein kleiner Bug, denke ich mal. Das hinterlässt auch einen Eindruck. Ja, wir sind in der Schwärze. So wie man es erwartet bei so einem Spiel. Vollkommen verdunkelt, benebelt, verdüstert. Ja, hallo. Aha, da sehen wir noch kleine Hinweise. Das ist alles sehr interessant. Die dunkle Dimension. Nichts mehr zu sehen. Na gut, dann speichern wir kurz. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Hunted. One Step Too Far. Euer Dolin sagt Ciao.